Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Birdrider. Hier ist wieder euer Landsquid. Wir spielen wieder The Witcher. Wir spielen wieder The Wild Hunt. Und die 3 ist auch mit dabei. Und heute spielen wir... Oh, Gwent. Wir spielen ein Spiel im Spiel. Es ist immer... Ich finde Spiele im Spiel immer gut. Viele machen sich auch über Spiele in Spielen lustig. Oder halten das für nutzloses Beiwerk. Ist es auch oft... Weil einfach nicht so viel Mühe reingesteckt wird manchmal. Aber gute Spiele im Spiel finde ich absolut genial. Weil die für ein bisschen Zerstreuung und ein bisschen Abwechslung sorgen. Und ab und zu habe ich dann gar keinen Bock mehr zum Beispiel auf das Kerngameplay. Aber statt dass ich dann ein anderes Spiel spiele, spiele ich halt eins von den Spielen im Spiel. Das funktioniert für mich zum Beispiel in der Yakuza-Reihe immer hervorragend. Ich spiele, wenn ich die Yakuza-Spiele spiele, spiele ich immer mehr... Spiele im Spiel als das eigentliche Spiel. Wobei die Spiele im Spiel das eigentliche Spiel zum Teil auch sind. Ich meine, Shenmue war eine einzige Spielesammlung im Grunde, ne? Nur gut verpackt halt. Aber im Endeffekt war das einfach nur eine einzige Ansammlung von Minispielen und ja, doch, einfach Minispielen im Spiel. Und die Yakuza-Reihe ist ja sehr, sehr Shenmue, finde ich. Ja. Wo geht's denn hier zum blöden Turnier? Wie komme ich denn da hoch? Die Architektur hier ist verwirrend. Ah, Treppe. Und in seltenen Fällen, wie bei Gwent, wird halt dann mal auch ein Standalone-Spiel draus, was einfach super viel Spaß macht und erfolgreich ist. Final Fantasy XV hat ja auch mit seinem komischen Flipper-Automaten-Spiel versucht, so ein Standalone-Spiel draus zu machen. Aber... eher erfolglos. Platz für jemanden, der bereit ist, die skellige Fraktion zu spielen. Arbeit veredelt. Aber Müßiggang macht glücklich. Sei gegrüßt. Brief vom Bruder des Grafen. Warum habe ich den jetzt gerade bekommen? Oh, ich habe da schon andere Sachen für den DLC hier. Brief über Yennefer. Den haben wir schon in einer Cutscene vorgelesen bekommen. Okay, ich verstehe. Liebster Bruder, das ist jetzt der Brief vom Bruder des Grafen Monieur. Liebster Bruder, es freut mich sehr zu hören, dass du ein Turnier organisierst, bei dem die Spieler die neue Fraktion ausprobieren können. Ich halte das für eine fabelhafte Idee. Leider kann ich nicht kommen, da ich wirklich keinen Bock auf diesen Scheiß habe. Und außerdem ist meine Gesundheit, ne? Mir geht's gerade leider... Ah, es ist so ungünstig, aber... Ah, ich würde so gern, aber... Naja, irgendwann ist jeder mal dran, wie unser Vater zu sagen pflegte. Ich hatte ein gutes Leben und bereue nichts. Ach so, es ist so ernst. Gott, das habe ich unterschätzt, die Situation hier. Außer vielleicht, dass ich im Laufe der Jahre einige... erlesene Karten verloren habe. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Vielleicht ist dies mein letzter Brief an dich. Deshalb solltest du wissen, dass ich sehr stolz auf dich bin. Ein Gewinnturnier mit einer neuen Fraktion, das ist die Idee schlechthin. Mach dir keine Sorgen um diejenigen, die gegen deine Veränderungen sind und Veränderungen im Allgemeinen ablehnen. Es wird immer Unzufriedene geben. Du und deinesgleichen, ihr müsst euch von eurer Intuition leiten lassen und dem Weg zum Fortschritt folgen. Wo stünde unsere Welt denn heute, wenn nur die Engstirnigen und Einfallslosen das Sagen hätten? Das sehen wir sehr gut bei uns. Seit 40 Jahren so ziemlich Stillstand halt, ne? So ist das halt. Es wird immer... Blablabla. Ohne Zweifel säßen wir noch heute in einer dunklen Höhle und würden weder ein wärmendes Feuer noch Kerzenbeleuchtung kennen. Deswegen sehe ich dein Turnier mit großer Zuversicht entgegen und wünsche dir das Beste. Ich glaube fest daran, dass es sich schnell zum besten und angesehensten Gwent-Turnier der Welt entwickeln wird. Dein Bruder Igor! Ja, und wie, wo... Hier, ich möchte teilnehmen. Ah.
Ich kann dir versichern, Skellige ist genauso stark wie die anderen Fraktionen. Sie wird bestimmt auch bald als Kanonsatz anerkannt. Ich weiß nicht. Ich neige eher zu Nilfgaard. Muss mal darüber nachdenken. Geralt von Riva. Ich habe gesehen, dass ein Gwent-Turnier angekündigt wurde. Da bist du hier goldrichtig. Ich bin Graf Martin Monnier. Ich organisiere das Turnier. Und zwar nicht nur zum Zeitvertreib. Es ist eine Mission, um die neue Skellige-Fraktion zu bewerben, die mein lieber Bruder geschaffen hat. Verstehst du? Die neuen Karten. Erzähl mir mehr darüber. Sie wurden gestaltet, um den Geist der Inseln einzufangen. Diese raue, brutale Schönheit. Uns werden berühmte Skelliger begegnen. Helden der Legenden, Berserker und Bestien. Bran Tyrsech ist natürlich der Anführer der Fraktion. Und die anderen berühmten Skelliger? Chalmar und Ceres Ancret natürlich, wenn auch nicht gemeinsam. Dann Hemdal der Held, der geschätzte Druide Moissac und so weiter. Der Moissac. Woher kommt die Idee mit der neuen Fraktion? Ist das nicht ziemlich aufwendig? Ich bin in ganz Beauclair als Gwent-Mäzen und Liebhaber bekannt. Genau wie mein Bruder, der schon einige Zeit tot ist. Wir hatten noch eine weitere gemeinsame Leidenschaft, und zwar das Reisen. In unserer Jugend waren wir jahrelang auf See, unser Territorium erkunden, in allen möglichen Ecken der Welt. Was uns damals wirklich gepackt hat, waren die Skellige-Inseln. Diese stürmische, fiebrige See, die sich selbstmörderisch gegen die Klippen wirft. Dieses Bild und zahlreiche andere, die ihm ähneln, haben meinen Bruder dazu inspiriert, eine neue Fraktion zu entwerfen. Das Turnier. Wo muss ich mich anmelden? Hier bei mir. Einen Platz kann ich dir noch anbieten. Aber du müsstest die Skellige-Fraktion spielen. Ein Turnier hier bei mir. Weißt du, ich habe schon viele gute Spieler gefragt, ob sie die Fraktion übernehmen. Aber was sie nicht kennen, das wollen sie nicht. Sie wollen gewinnen. Daher bestehen sie darauf, mit ihren erprobten und gelobten Karten zu spielen. Um es kurz zu machen, du brauchst einen Deppen, der das Risiko auf sich nimmt und zeigt, dass mit Skellige nicht weniger zu reißen ist als mit den etablierten Karten. Am besten wäre es, mit den Karten deines Bruders das Turnier zu gewinnen. Wir verstehen uns ausgezeichnet, wie ich sehe. Sieh diese Trophäe, aufrecht und stolz. Wenn du siegst, ist sie dein. Also schön. Ich probiere die neue Fraktion aus. Herrlich, das ist Musik in meinen Ohren. Es gibt da leider ein kleines Problem. Ich kann dir nur die Basiskarten bieten. Mein Bruder hat leider viele Schlüsselkarten weggegeben oder verloren. Und wie soll ich mit diesen Karten das Turnier gewinnen? Na, ganz einfach. Fordere die hiesigen Gwent-Spieler heraus und gewinne die fehlenden Karten. Das wäre außerdem eine gute Übung für das Turnier. Hier sind die Karten, die ich dir geben kann. Nimm sie bitte. Die übrigen behalte ich, denn ich werde auch die Skellige Fraktion spielen. Keine Sorgen mehr. Na ja. Dann schauen wir uns mal unser Skellige Deck an. Ich finde es immer noch komisch, dass die Gwent-Karten hier auch so ausgelagert sind im Startbildschirm. Aber gut. Die Skellige. Schauen wir mal. Gibt es Spione unter den Skellige? Müssen wir echt mal gucken. Es gibt auf jeden Fall ein paar Heldenkarten, die ich auf jeden Fall drin haben will. Aber ich packe jetzt mal die Finden rein, aber wahrscheinlich brauchen wir die gar nicht. Horn des Kommandanten. Das sind alles so Karten, die sind eher Lückenfüller. Aber hier natürlich ne, die Rune. Triss weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Und der ist auch so, mal nützlich, mal nicht. Ich packe Triss mal rein, aber diesen Wackelkandidat. Macht denn die Kuh? Wie kann ich mir denn die genauer anschauen gleich nochmal? Die macht Mu? Was? Karte Schlachtfeld entfernt wird. Ah ja, genau wie im Hauptspiel.
der ist ein Spion, oder? Ja. Den nehmen wir schon mal. So, ich bin gespannt, ob die Fraktion ähnlich funktioniert wie im Gwent-Hauptspiel, weil da ist die echt auch gut. Ich spiele im Hauptspiel schon am liebsten, muss ich sagen, die Nilfgaarden, weil die einfach so hundsgemeine Arschlöcher sind, muss man echt sagen. Aber das macht doch irgendwie Spaß. Die haben so viele gemeine Karten. Da kann man sich schöne Decks bauen. Aber ich habe auch ein gutes Skellige-Deck, das sehr viel mit Schaden, automatischer Schaden pro Runde und sowas funktioniert. Die sind halt eher so mit draufhauen. Das sind normale Karten ohne irgendwas. Haben die alle keine Effekte? Doch, doch, warte mal. Okay, der hat nur den. Ach so, auch die Kriegsschiffe rufen nur ihre Freunde herbei. Aber wie viel von den Schiffen habe ich? Zwei nur. Das ist ja eher schlecht. Aber davon haben wir drei, oder? Die nehmen wir alle drei in unser Deck. Was ist das hier? Wird in einen Bären verwandelt, wenn ein Madrome-Karte in der gleichen... Was ist denn eine Madrome-Karte? Heißt irgendjemand Madrome? Keine Ahnung. Die verstärken sich, glaube ich, gegenseitig dann, oder? Finde Karten mit dem gleichen Namen im Kartensatz und spiele sie sofort aus. Ach so. Warte mal, dann verstärken die sich, oder? Dann habe ich hier so ein dynamisches Trio geschaffen. Ja, ja, genau. Die drei Karten sind das dynamische Trio. Ich verstehe. Wie viele Karten brauche ich denn noch? Huch! Huch! Einige. Schieß mir Wiedererweckerin. Nehmen wir mal auf ins Deck. Ja, dann darf ich mal nicht so wählerisch sein, ne? Dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch ihn mit. Ja, Karten mit Stärke 6, auch wenn sie sonst keine Funktion haben, sind in Ordnung. Mein Gott, was soll man machen? Irgendwie müssen wir das Deck jetzt mal anfüllen. Das ist die Karte. Dann überdenke ich das Deck vielleicht doch nochmal schnell. Wie viele Berserker-Karten habe ich denn? Momentan nur zwei, oder? Genau, okay, dann schmeiße ich, glaube ich... Na, obwohl, schmeiße ich euch zwei wieder raus. Ne, warte, und die andere, also muss ich drei rauswerfen. Keine Ahnung, hier weg mit dir. Dann nehmen wir hier mal den jungen Berserker, den Berserker-Berserker und die Schwammerl. Und dann ist das, glaube ich... Oh, warte mal, jetzt fehlen aber wieder Einheiten. Ah. Ah, okay. Dann nehme ich doch wieder die beiden Schiffe, die sich gegenseitig rufen. Okay, von mir aus. Na gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, ein ganz anständiges Deck. Was kann denn unser Anführer eigentlich gleich nochmal? Ah, da gäbe es tatsächlich einen zweiten. Alle Karten aus dem Friedhof der jeweiligen Spieler gehen in ihren Kartensatz zurück. Interessant auf jeden Fall. Interessant. What? Finde andere Gewinnspieler und erhalte durch sie weitere Karten. 4. 24. What?
Ihre goldene Sonne. Stiefel abstreifen vor dem Eintreten. Nicht schmatzen, nicht mit den Fingern essen, nicht mit dem Messer in den Zähnen stochern. Was? Ach, ich scherze nur. Du, Herr, bist offensichtlich nicht im Stall geboren. Willkommen in der Fasanerie, der besten Herberge im ganzen Herzogtum. Spielen wir Gwent. Weil sie hat anscheinend eine Karte für uns. Ich weiß, du hast zu tun, aber ein Ründchen Gwent? Trinkt und seid lustig. So sprach der Prophet Majoran. Der Prophet Majoran. Ich spiele gleich mal eine Runde mit den Skelliger. Ja, komm, los geht's. Wird schon gut gehen. Wird schon gut gehen. Dein Gegner beginnt. Na dann, Gegner. Zeig mal, was du kannst. Ach stimmt, ich habe 2 Finden, aber nur... Na gut, wenn mein Gegner Spione ausspielt. Aber die Finden könnte ich rausschmeißen eigentlich. Die Finden könnte ich eigentlich rausschmeißen. Ach ja, die sollte ich auch aus dem Deck schmeißen. Wenn mir mein Gegner nicht zufällig Spione rüberlegt, machen nämlich die Finden gar keinen Sinn bei mir. Da sollte ich tatsächlich jetzt mit dem Deck, glaube ich, lieber Trompeten reinholen. Trompeten statt Finden. Aber man muss erstmal die nötigen Trompeten dafür finden, hä? Weil jetzt eine Trompete... Dann wäre Schluss mit lustig. Naja, der legt mir zwar einen Spion rüber ein, den ich nicht wieder auf die Hand nehmen kann. Oha, will er etwa passen? Bereitet der sich auf einen Pass vor? Opfert der die erste Runde? Dann passe ich jetzt nämlich mal. Dann darf er nämlich entweder noch ein paar Karten raushauen oder er schenkt mir die erste Runde. Oder sie. Ja, dafür mit ordentlichen Kartenvorsprung jetzt. Naja, spielen wir mal unsere Helden. Einfach mal um ein bisschen vorzulegen. Kein schlechter Move. Aber das kann ich toppen. Jetzt mache ich nämlich Folgendes. Ich spiele jetzt die beiden Berserker hier, aber nur zum Schein. Denn dann nehme ich die Berserker mit meinen Finden wieder zurück auf die Hand. Aber hoffe, dass der Gegner glaubt, ich spiele noch ernst und legt noch super viel Karten raus. Mal schauen, ob sie jetzt passt, wenn ich das mache. Ich hoffe nicht. Nein. Ich hoffe auch, dass sie jetzt nicht passt. Ja, perfekt. In die Falle gegangen. Doofer NPC. Würde ein Mensch nie machen. So. Den Braten hat man doch schon vor 1000 Kilometern riechen müssen. So, somit hat sie jetzt alle Karten gespielt und hat verloren. Die nächste Runde. Dann benutze ich jetzt auch nicht meine Anführerfähigkeit, weil ich will gar nicht, dass die Karten wieder ins Deck kriegt. Oh yeah, ich weiß nicht genau, warum das jetzt eigentlich passiert ist, ehrlich gesagt, aber oh yeah. Tja, da sagst du nichts mehr, kartenloser Gegner. Ist schon sehr doof, ohne eine einzige Karte in die letzte Runde gehen, macht halt überhaupt keinen Sinn. Also das ist schon, ja... Die KI halt. 100 Kronen erhalten.
und Drake Bondu. Jetzt muss ich mal schnell in mein Kartenset gucken, weil tatsächlich schmeiße ich beide Finden raus. Und jetzt schauen wir uns mal Drake Bondu aus. Ach, der ist quasi wie Dandelion, wie Rittersporn. Der ist auch ein Bade, der auch alle verstärkt. Aber Dandelion verstärkt alle in der Frontreihe. Er ist ein Belagerungsgerät, Bade, und ich habe gar keine Belagerungsgeräte. Deswegen macht das überhaupt keinen Sinn. Ach so, doch, hier einen habe ich. Die Schiffe da, die wären Belagerungsgeräte. Die würden sich gegenseitig verstärken. Der wäre halt dann wirklich nur und ausschließlich mit den beiden Belagerungsgerätschiffen nützlich. Und das ist schon fast ein bisschen wenig. Aber ich glaube, was ich wirklich mit in mein Deck nehme, ist mindestens eine Trompete und ein gutes Wetter. Man kann ja nie wissen. Manchmal kann einem ein gutes Wetter den Hintern retten, was ansonsten ein verlorenes Match wäre. Aber sonst, glaube ich, lasse ich so ziemlich alles, wie es ist. 25 Karten ist fast, aber eigentlich eine Mahlzeit. So. Na gut, dann machen wir jetzt Schluss für heute. Ich bin matschig im Kopf. Kartoffelbrei in der Birne. Na schön. Oh, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Der DLC ist ja nicht nur riesig und umfangreich und bietet so viel Content und wir können so lang spielen, sondern er ist auch noch voll gwentastisch. Wirklich, man kann ja hier 24 Gwent-Matches in der ganzen Welt, allein hier in der Stadt, oh Gott, ey, das ist so cool, damit man die ganzen Karten kriegt und dann... Die sind sogar gar nicht so sehr verstreut. Das gefällt mir, dass die alle so zentral sind, relativ. Und hier ist noch ein Brett, das man dann gleich noch abklappern kann. Und dann geht's auf zum Turnier, nachdem man hier alles abgegrast hat. Das finde ich ja super cool. Ich glaube wirklich, das machen wir jetzt die nächsten Folgen. Da habe ich Bock drauf. Aber mal schauen. Mal schauen. Vielleicht machen wir auch erstmal, was hier in der Gegend noch so zu erledigen ist. Und dann, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall sage ich jetzt tschüss, danke fürs Zusehen. Bleibt schön geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Mögen die Tentakel mit euch sein. Ciao, macht's gut.